Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserem Abend des Filmmusikprojekts. Ich bin Damaris. Und ich bin Mert. Und wir begleiten Sie heute durch das Programm mit dem Motto Träume und Wünsche. Ja, es ist dieses Jahr ein ganz besonderes Programm, da aufgrund der Corona-Pandemie so ziemlich jeder an Rückschlägen erlitt. Und der Drang oder der Wunsch, wieder gemeinsam zu musizieren und generell in der Lage sein, sich wieder zu treffen, immer größer wurde. Und deshalb sind wir umso stolzer darauf, Ihnen heute vorzustellen, welche großartigen Leistungen unsere Musikerinnen und Musiker heute erbracht haben. Deshalb wollen wir auch nicht gleich um heißen Brei und gleich damit anfangen. Bevor es losgeht, noch ein paar Worte von unserem Projektleiter, Herrn Groß. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, heute hier sitzen zu können und ein fast normales Konzert miterleben zu dürfen. Ein Konzert, das auf eine ganz besondere Art und Weise entstanden ist, denn wir konnten ja eben nicht gemeinsam musizieren. Wir haben Hausmusik gemacht. Wie ist es dazu gekommen? Am 5. März des letzten Jahres haben wir das letzte Mal gemeinsam musizieren können. Vorher musste eine lange geplante Kanada-Reise abgesagt werden. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, an diesem Musikabendtag dann aus Enttäuschung der Teilnehmer über die Absage ohne Musiker dastehen zu müssen, was ich hätte verstehen können. Aber sie waren alle da. Sie waren wirklich alle da. Und irgendwie war das für mich ein Zeichen, es muss irgendwie weitergehen. Also kreierten wir erst den Begriff der Hausmusik und überlegten uns dann, was das sein könnte. Ganz einfach. Jeder Musiker spielt zu Hause seine Stimme für sich ein, schickt das Ganze dann an einen Tontechniker, der fügt das zusammen und dann haben wir ein vollständiges Stück. So die Idee. Das Ganze geht natürlich nicht ohne Unterstützung. Wir haben es zwar zuerst zu Hause gemacht, da mussten die Eltern es unterstützen, denn es musste Ruhe herrschen bei den Aufnahmen. Später sind wir dann in die Schulen gegangen. Es sind zwei Schulen, die Gustav-Freitag-Schule und eben das Friedrich-Engels-Gymnasium, haben uns dort Räume gesucht, ein Studio aufgebaut und die Aufnahmen dort getätigt. Das heißt, wir wurden auch von den Schulleitungen entsprechend unterstützt. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich habe bei diesen Hausmusikeinspielungen gemerkt, wie viel Mühe sich die Musikerinnen und Musiker gegeben haben. Wir kriegten so manchen Take, das war dann der 25. und der 26. Es war wirklich deutlich erkennbar, alle wollten einfach ihr Bestes geben. Und im Laufe der Zeit, geplant waren 3 bis 4 Stücke, wurden es immer mehr. Ich glaube, heute wir sind bei 12 Stücken angelangt, die wir Ihnen heute präsentieren können. Es wurden nicht nur immer mehr Stücke, es wurde nicht immer nur mehr Musik, es wurde auch immer mehr Zusammenarbeit. Wir sind Anfang des Jahres eine Kooperation mit der Gustav-Freitag-Schule eingegangen, im Rahmen des BEGA-Projektes des Berliner Senats. Das BEGA-Projekt heißt, das wird nachher nochmal genauer vorgestellt, dass begabte, interessierte Schüler, die besondere Fähigkeiten, in unserem Falle musikalische, haben, gemeinsam mit uns, dem Orchester des Friedrich-Engels-Gymnasiums, musizieren können. Und ich bin ein Stück weit auch der Schulverwaltung dankbar, dass das möglich ist. Schule hat ja, wenn sie in der Presse auftauchte, eigentlich im letzten Jahr immer nur einen negativen Beiklang gehabt. Wir können zeigen, dass es auch anders geht, dass es auch den Schülerinnen und Schülern ermöglicht wird, etwas anderes zu machen, etwas, was sie erfreut. Eine weitere Kooperation, auch darüber bin ich sehr, sehr dankbar, sind wir eingegangen mit einem Verein namens Handicapped, die sich jetzt seit 8 Jahren darum bemühen, dass Musikerinnen und Musiker mit und ohne Handicap gemeinsam musizieren. Wir hatten jetzt schon einen ersten Workshop, im Herbst wird das fortgesetzt. Was wir jetzt hören, ist das erste Stück und das ist für mich ein ganz besonderes Stück, Henry V. für Chor und Orchester, einfach deswegen ganz besonders, weil wir mit diesem Stück ausprobiert haben, ob es funktioniert, dass man zu Hause einzelne Stimmen einspielt, ob ein verrückter Tontechniker das alles zusammenfügen kann. Und das Ergebnis hat gezeigt, es funktioniert. Thank you.
Ja, wer kennt ihn nicht? Er trinkt seinen Martini geschüttelt, nicht gerührt. Der Anzug und die Fliege sitzt und eine beeindruckende Frau darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Es ist kein anderer als James Bond. Mit über 20 Filmen, 6 verschiedenen Schauspielern, über 60 Jahre hinweg ist James Bond der wohl mit Abstand bekannteste und berühmteste Geheimagent der Welt. Ich meine, wer kannte es nicht, mal so sein zu wollen, wie er, als er klein war? Ein gut aussehender Geheimagent im Anzug, der das Böse bekämpft und dabei die spannendsten Abenteuer erlebt. Zudem hat der Film eine der ikonischen Titelmelodien der Filmmusik. Diese wurde von Monty Norman ursprünglich für das Musical A House of Mr. Biswas unter dem Namen Bad Sign Good Sign komponiert. In dieser Form wurde es jedoch nie veröffentlicht. Die Produzenten des ersten James-Bond-Films beauftragten dann Monty Norman, ein passendes Leitmotiv für den Film zu komponieren. Er schlug jedoch seine ursprüngliche Komposition vor und sie wurde verwendet. In Zusammenarbeit mit John Barry entstand dann das Leitmotiv, wie wir es heute kennen und wie es uns die Big Band jetzt vorspielen wird. Thank you.
Ja, neben uns sitzt die Lisa aus dem Filmmusikprojekt. Hallo Lisa. Hallo. Lisa, wir haben drei Fragen an dich. Die erste wäre, was findest du am Filmmusikprojekt eigentlich gut? Also, was mir zum Beispiel am meisten an dem Filmmusikprojekt gefällt, ist das zusammen Musizieren, dass wir zusammen ein Ergebnis erbringen können. Dieses Jahr war es natürlich nicht der Fall, aber mit der Hausmusik hat man gezeigt, dass das Ergebnis trotzdem gekommen ist und das Ergebnis auch schön war. Und apropos Hausmusik, wie war für dich das Projekt Hausmusik, was ja in diesem Jahr total neu war? Also ja, wie du schon vorhin gesagt hast, es war neu. Es war überraschend auch. Und es war auch einfacher als erwartet. Und so wie man das dann am Ergebnis sehen kann, ist es eigentlich auch ganz schön geworden. Und sag Lisa, was wünschst du dir eigentlich für die Zukunft im Projekt? Also wie ich schon vorher gesagt habe, hat mir am meisten gefallen, dass wir zusammen musizieren können, was halt dieses Jahr nicht der Fall war. Und was ich mir halt am meisten wünsche, ist halt, dass wir wenigstens nächstes Jahr wieder zusammen musizieren können, wieder zusammen uns treffen können. Und ja. Dankeschön. Neben dem Orchester, dem Chor und der Big Band gibt es auch kleinere Ensembles, in denen auch Lisa mitspielt. Und von einem dieser Ensembles hören wir jetzt die Titelmelodie von Miss Marple. Neben uns sitzt die Frau Bahn, unter anderem Chorleiterin des Filmmusikprojektes. Hallo Frau Bahn. Hallo. Frau Bahn, Sie machen ja jetzt schon seit Beginn dieses Projektes die Chorleitung. Und erzählen Sie doch mal, finden Sie, es hat über die Jahre eine Entwicklung stattgefunden? Und falls ja, wie würden Sie diese Entwicklung beschreiben? Es hat in jedem Fall eine sehr deutliche Entwicklung stattgefunden. Wir haben angefangen mit einstimmigen Melodien, waren froh, wenn wir gemeinsam angekommen sind und die richtigen Töne gemeinsam getroffen haben. Und inzwischen singen wir doch relativ flüssig vierstimmig. Und das ist natürlich eine Entwicklung. Das geht nicht von eben nach gleich. Aber wenn man das einmal geschafft hat, es klingt herrlich und das ist einfach auch für alle Beteiligten ein ganz besonderer
Moment und ein ganz besonderes Erlebnis der Mehrstimmigkeit. Mhm. Durch unser diesjähriges Probenmodell wurden unsere Sängerinnen und Sänger vor eine neue Herausforderung gestellt. Wie sah die denn aus? Die Herausforderung bestand darin, dass wir nicht gemeinsam proben durften, aber natürlich gerne gemeinsam proben wollten. Und da hat die Technik und glücklicherweise auch die Architektur der Schulen dabei geholfen, dass wir jeweils eine Sängerin bzw. einen Sänger in einem Raum hatten. Und wir haben dann über Mikrofone und Kabel, endlose Kabel, die Verbindung zwischen diesen Räumen hergestellt. Das heißt, jeder hat für sich alleine gesungen und über Kopfhörermikrofone entstand tatsächlich ein gemeinsames Proben, das wir für die hohe Frauenstimme, für die tiefe Frauenstimme und für die Männerstimmen einrichten konnten. Wir haben dann immer 2 Stunden geprobt und haben festgestellt, dass das wie im Flug vergangen ist. Also es haben sich alle sehr darüber gefreut, miteinander wieder zu singen und sich zu hören, auch wenn man tatsächlich alleine in einem Raum für sich ist. Genau das habe ich auch mitbekommen, dieses in einem Mikrofon singen, dieses man ist zu hören, man geht nicht unter den anderen unter, war was ganz Besonderes. Und viele haben auch diese Angst verloren, dieses, ich habe Angst vor anderen Leuten zu singen, ich könnte etwas falsch machen. Am Anfang war es noch sehr stark da und irgendwann war es einfach weg und man kannte sich und das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis, weil es einfach was ganz Besonderes war. Und dieses gemeinsame Singen, man hat sich ja natürlich während der Proben nicht gesehen, aber einfach dieses mit, ich sag jetzt mal, anderen Menschen als die, die man sonst so gesehen hat, zusammen zu sein in irgendeiner Art, das war ganz toll für alle. Und da haben wir auch nur ganz positive Resonanz bekommen von allen, die mitgemacht haben. Und darf ich nochmal fragen, wie das für dich war? Wie hast du das empfunden? Du hast die Proben ja dann geleitet. Ja, ich hatte es mir ein bisschen schwieriger vorgestellt. Vielleicht hing das auch damit zusammen, dass wir uns ja über Jahre schon auch kennen. Es haben ein paar jetzt neu angefangen, aber im Wesentlichen wussten alle, wenn ich eine Ansage mache, was damit gemeint ist, ohne dass sie mich auch sehen können. Lustig war es immer, wenn uns die Kopfhörer in die Quere gekommen sind, beispielsweise beim Einsingen, waren wir so gewöhnt, jetzt beugt euch mal nach vorne und schwupps purzelten die Kopfhörer nach unten. Das hatten wir dann aber auch relativ schnell raus. Und ich war ganz fasziniert von der Entwicklung der Stimmen, dem Selbstbewusstsein, das ich auch durchaus beobachten konnte. Und von dem Erlebnis eines digitalen Raumes, eines Klangraumes, den ich nicht für möglich gehalten hätte und der mich auch sehr berührt hat. Ja, vielen Dank, Frau Bahn. Ich würde vorschlagen, damit wir doch einfach mal sehen, wie dieses Ergebnis nun war, hören wir uns das doch einfach mal an aus dem Film Ghost. All my love, I darling, I find.
Unser nächster Gast ist Noah aus unserem Tontechniker-Team. Hallo Noah. Hi Damaris. Noah, erzähl doch mal, welche Aufgaben hat ein Tontechniker zu einer normalen Zeit ohne Corona? Naja, im Filmmusikprojekt fängt die Arbeit des Tontechnikers eigentlich erst relativ spät an, meistens erst so zur Richtung des ersten Musikabends, wo die ersten Ergebnisse präsentiert werden. Dort sind wir für die Verstärkung der Instrumente und des Chors zuständig. Dann geht es meistens weiter, dass wir bei einigen Proben dabei sind, insbesondere bei den Probenfahrten immer, was so ein kleines Highlight ist. Und das große Highlight, was natürlich von uns größtenteils unterstützt wird, ist das große Konzept des Filmmusikprojekts. Da ist die meiste Arbeit für uns. Und wie hat sich diese Arbeit in diesem Projekt verändert? Die Arbeit hat sich sehr verändert. Dadurch, dass wir aktuell keine Konzerte haben und auf die Hausmusik umgestiegen sind, ist die Aufgabe vor allem bei den Proben dabei zu sein, des Chors, dort die ganze Technik, die das ermöglicht, dass der Chor überhaupt proben kann, aufzubauen und nebenbei halt die Einzelaufnahmen zu machen und das in einem Stück zusammenzuschneiden. Ja, dann vielen Dank, Noah. Sehr gerne. Dann würde ich sagen, sehen Sie doch jetzt einfach zur Musik aus der Benny Hill Show, gespielt von unserer Big Band, einen kleinen Film zur Arbeit unserer Tontechniker. Diesmal haben wir unseren Schlagwerker Julian hier. Hallo. Hallo. Als erstes würde ich dich mal fragen, was macht ein Schlagwerker überhaupt? Schlagzeug ist ja eigentlich jedem bekannt, aber Schlagwerker, da werden oft Fragen gestellt, was macht der überhaupt? Also zum Schlagwerk an sich gehört auch das Schlagzeug mit hinzu, aber auch noch viele andere Instrumente, wie zum Beispiel die Pauken oder größere Trommeln oder auch ein Xylophon oder ein Glockenspiel. Das hört sich gut an. Was findest du an dem Projekt, also an dem Filmmusikprojekt denn überhaupt so gut? Was gefällt dir daran? Also ich finde es einfach wahnsinnig schön, wenn so viele Musiker miteinander schön musizieren können. Und wir haben einfach schöne Lieder, wir haben einen guten Dirigenten, der das alles gut zusammenhält und der auch alles jedem gut zeigt und jedem einfach hilft und somit können halt alle gut Musik machen und es macht einfach sehr viel Spaß. Julian, was wünschst du dir denn für die Zukunft des Projektes? Also ich wünsche mir einfach, noch lange dabei sein zu können, dass es auch noch lange weitergeht und ich möchte auch noch viele neue Lieder lernen mit vielen anderen Menschen und einfach Spaß haben beim Musizieren. Gerade dieses gemeinsame Musizieren. Dieses Jahr mussten wir beziehungsweise konnten wir es ausprobieren, das Projekt Hausmusik, was wir in diesem Jahr das erste Mal gemacht haben. Und ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, weil so eine Pauke kann man ja nicht einfach mit nach Hause nehmen.
Ja, es ist schwierig. Man kann nicht so wirklich leicht einfach irgendwie zu Hause trainieren, wie wenn man jetzt zum Beispiel eine Flöte irgendwo zu Hause hat oder sowas. Deswegen muss man sich irgendwie probieren, so ein bisschen zu helfen, wenigstens mit den Rhythmen irgendwo auf dem Kochtopf oder sowas trommeln. Aber naja, man muss es halt irgendwie probieren und letzten Endes hat es dann auch eigentlich sehr gut funktioniert mit irgendwelchen Aufnahmen und so. Ja, allein stellt das Ganze doch nochmal eine große Herausforderung dar, zumal vor allem in der Zeit, wo man ja eigentlich gemeinsam mit der Familie feiert, das schöne Weihnachtsessen genießt und sich so richtig warm anzieht, wenn es da draußen kalt ist und der Schnee schneit. Insofern ziehen Sie sich warm an und genießen Sie jetzt die Musik von Home Alone oder besser gesagt Kevin allein zu Haus. Ja, jetzt ist auch mal meine Moderationspartnerin dran mit einem Interview. Damaris, hinter uns sind vier Bilder, bei denen, soweit ich weiß, du unter anderem auch mitgewirkt hast.
Erzähl doch mal ein bisschen was. Die Bilder sind entstanden im Rahmen des Vega-Projekts, was nicht nur die musikalischen Begabungen fördert, sondern eben auch die künstlerischen, wie hier das Malen. Und geleitet wurde das von einer ukrainischen Künstlerin, die auch international ausstellt, das ist Alla Lebed. Und ja, wir haben uns online sozusagen getroffen. Okay. Und haben dann angelehnt, also frei, aber doch angelehnt an manche Stücke, die wir auch spielen, beziehungsweise die Filme davon, Bilder gemalt und konnten uns da austauschen. Wenn man zum Beispiel nicht wusste, wenn man eine Vorstellung hatte und nicht wusste, wie setze ich das jetzt um, wie kann ich das am besten machen, dass das wirklich so rüberkommt, wie ich das möchte, konnten wir eben dann bei diesen Online-Treffen Fragen stellen und die Tipps funktionieren tatsächlich. Okay. Es hat wirklich alles funktioniert. Genau. Und ein Bild zu malen ist ja etwas sehr Privates, weil man eben die Gefühle da reinsteckt und wirklich das umsetzt, was man fühlt. Und das mit Leuten zu besprechen, die eben auch da sowas machen, die Spaß an sowas haben, das war sehr, sehr schön. Ja, toll. Vielen Dank, Damaris. Übrigens ist Damaris nicht nur eine begabte Malerin, sie ist auch eine exzellente Marimba-Spielerin. Deshalb hören Sie jetzt in Zusammenarbeit mit Frau Bahn an der Marimba True Romance, You're So Cool. Thank you.
Ja, hallo Julius, schön, dass du da bist. Du spielst die Posaune im Filmmusikprojekt. Wir haben gerne einige Fragen an dich. Genau, und die erste wäre, was findest du am Filmmusikprojekt toll? Was ich toll finde, ist natürlich, also wahrscheinlich das Offensichtlichste, ist halt durch das Musizieren in der großen Gruppe. Es macht einfach enorm viel Spaß. Vor allem, weil man einfach Stücke spielen kann, die man selber kennt, weil man die Filme kennt, auch die Filme mag. Weil es dann einfach in einer großen Gruppe spielen kann, es einfach so gut anhört, wie es halt auch tut. Macht einfach extrem viel Spaß, finde ich. Und was wünschst du dir für die Zukunft des Projektes? Ich wünsche mir natürlich, dass das Projekt weiter wachsen kann, dass immer mehr Leute dazukommen, dass alle immer besser werden, dass sich die Stücke immer besser anhören und wir einfach im Großen und Ganzen größer werden können. Und zum Schluss, was ist dein Lieblingsstück des Projekts? Was mir am meisten gefallen hat, das war ein ziemlich großes Projekt, das war Fluch der Karibik, das war ein Stück, das ging 20 Minuten lang. Es hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht, ich weiß, da haben wir einmal mehrere Stunden lang geübt auf einer Fahrt, war ziemlich toll. Es gibt ja manche große Projekte, so ein anderes Projekt, das halt auch so ein bisschen größer war, war eben auch Tor. Thank you.
Ja, neben uns sitzt der Emilian Wagner, auch bekannt als die Frisur, die ich gerne hätte. Emilia, du bist jetzt schon seit Beginn dieses Filmmusikprojektes mit dabei. Gründungsmitglied sozusagen. Erzähl mal, was ist es eigentlich, was dich jedes Mal hierhin verschlägt? Ist es der Gruppenzang? Ja. Ach so? Okay. Ein bisschen zumindest. Also man kommt natürlich wegen den Leuten wieder her, man findet ja auch neue Freunde und er sieht auch alte Leute wieder. Ja. Und aber was auch noch dazu kommt, sind natürlich die Konzerte, die jedes Jahr wieder stattfinden. Die sind auch so mein Highlight zumindest. Mhm. Und willst du vielleicht noch sagen, was für ein Instrument du überhaupt spielst? Ich spiele die Gitarre. Hast du zufälligerweise eine Gitarre mit bei? Ah, natürlich. Ich habe immer eine Gitarre dabei. Lass Rapunzel spielen. Okay. Machen wir. Jeden Tag sah ich aus dem Fenster, jedes Jahr nur das gleiche Bild. All die Zeit wusste ich es nicht, wie blind ich immer war. Jetzt und hier funkeln all die Sterne. Jetzt und hier fange ich an zu sehen. Es ist wahr, nun wird mir klar, hier fühle ich mich zu Haus. Endlich sehe ich das Licht und die Schatten ziehen vorüber. Endlich sehe ich das Licht und die Dunkelheit vergeht. Es ist warm und traumhaft schön und die Welt hat sich verändert. Tief in mir kenne ich die Bedeutung. Was ich sehe, bist du. Jeden Tag war ich nur für mich da. Jedes Jahr lief ich nur im Kreis. All die Zeit war die Welt ein Spielplatz für das Kind in mir. Sie ist hier, strahlend wie die Sterne. Sie ist hier und die Zeit bleibt stehen. Es ist wahr, nun wird mir klar, hier fühle ich mich zu Hause. Endlich sehe ich das Licht und die Schatten ziehen vorüber. Endlich sehe ich das Licht und die Dunkelheit vergeht. Es ist warm und traumhaft schön und die Welt hat sich verändert. Tief in mir kenn ich die Bedeutung. Was ich sehe, bist du. Was ich sehe, bist du. Das war schön. Ich würde gerne noch ein bisschen länger Rapunzel sein. Machen wir doch mit einem Stück aus dem gleichen Film weiter. Ich bin furchterregend schrecklich, mein Lächeln ist gefährlich. Ich wasche auch meine Hände viel zu selten. Ich bin fies, das ist bekannt, wie auch meine Hakenhand. Dabei würde ich so gerne Pianist sein. Stellt euch vor, ich gebe auf der Bühne Mozart. Spiele, bis der Flügel förmlich glüht. Ja, das wäre wirklich toll und die Hallen wären voll. Danke, denn tief in mir, da hab ich diesen Traum. Ja,
hat ne Traum, er hat ne Traum. Bin nicht nur brutal, ich weiß, das glaubt man kaum. Breche Knochen wirklich gerne, doch ich sehe auch gern die Sterne. Wie jeder habe ich auch einen Traum. Ich hab Narben und auch Beulen und das hier ist zum Heulen. Auch sonst ist noch so ziemlich was im Argen. Wie du siehst, hab ich 6 Zehen, auch der Rest ist nicht so schön. Doch trotzdem hätte ich so gerne Freundin. Stellt euch vor, ich mit einer süßen kleinen Lady rudere mit ihr den Fluss hinab. Ich bin wahrlich nicht ästhetisch, doch dafür bin ich romantisch. Und tief in mir, da hab ich einen Traum. Ich hab ne Traum, er hat ne Traum, ich hab ne Traum, er hat ne Traum. Und bald schnitze ich 2 Namen in den Baum. Mein Gesicht lässt Leute aufschreien, doch ich kann lieb wie ein Kind sein. Wie jeder habe ich auch einen Traum. Thor möchte so gerne ein Florist sein. Gunther wird Innenarchitekt. Ulf macht Pantomime, Atlas Muffins sind grandios. Hermann strickt, Berthold näht, Giftzahn spielt mit Puppen seht. Und Wladimir, der sammelt kleine Einhörner. Ich hab auch nen Traum, nein wirklich, der ist nur nicht so niedlich. Darin ist es sehr warm und auch sehr sonnig. Hab ne Insel nur für mich, da ist niemand sonst nur ich. Umgeben von dem großen Haufen Knete. Hey! Ich hab nen Traum, sie hat nen Traum, ich hab nen Traum, sie hat nen Traum. Ich will nur die vielen Lichter fliegen sehen. Yeah! Und mit jeder Stunde Freiheit weiß ich, dass der Turm mich langweilt. Wie alle hier hab ich auch einen Traum. Sie hat nen Traum, er hat nen Traum, sie hat nen Traum, er hat nen Traum. Alle haben ihren Traum in diesem Raum. Wir sind ein Team. Uns grausam, krank, sadistisch, aber auch sehr optimistisch. Ja, tief im Innern haben wir einen Traum. Ich hab einen Traum, ich hab einen Traum, ich hab einen Traum. Ja, tief im Innern haben wir einen Traum. Ja! Ja. Jetzt begrüßen wir eine Saxophonistin aus unserem Orchester. Hallo Lisa. Hallo. Lisa, erzähl doch mal, was findest du am Filmmusikprojekt gut? Also ich finde, wie wahrscheinlich alle, das gemeinsame Musizieren total schön. Aber was ich halt liebe, ist, dass man neue Freundschaften findet und dass wir uns alle irgendwie in der Gemeinschaft helfen und unterstützen. Und ja, das ist das Schöne. Und was genau wünschst du dir eigentlich für die Zukunft im Projekt? Dass wir, durch Corona können wir ja jetzt nicht so wirklich musizieren und dass wir einfach wieder zusammen musizieren können, dass hoffentlich in ein paar Jahren Kanada wieder funktioniert und dass wir einfach große Reisen wieder machen können in der Gemeinschaft, ja. Und du hast mir neulich erzählt, dass Aladdin dein Lieblingsstück ist. Was gefällt dir denn daran am meisten? Also ich glaube, jeder kennt Aladdin und die Musik ist einfach wirklich total schön und Aladdin ist halt ein sehr anspruchsvolles Stück, es ist ziemlich schnell und es war eine sehr große Herausforderung für mich, vor allem auch zu Hause das alleine zu erproben, aber ja, aber diese Herausforderung war halt das Gute und deswegen liebe ich es. Und weil das so schön geworden ist, hören wir uns das doch einfach mal an. Thank you.
Meine Damen und Herren, zum Abschluss des heutigen Abends begrüßen wir unsere Gäste, die Schulleiterin des Friedrich-Engels-Gymnasiums, Frau Lemke-Wegner. Und die Vertretung der Schulleitung der Gustav-Freitag-Schule, Frau Bahn. Frau Lemke-Wegner, was bedeutet das Projekt für Ihre Schule und vor allem in so einer Zeit wie dieser? Das Projekt für die Schule bedeutet insofern sehr viel, weil es gelingt in dem Projekt, dass Schülerinnen von der 5. Klasse bis Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs gemeinsam musizieren. Aber es ist nicht nur das gemeinsame Musizieren, es kommt ja auch das gemeinsame Proben. Es waren Fahrten, die wir vor Corona machen konnten dabei, wo sehr viel Zusammenhalt geschmiedet wurde. Und was man ganz deutlich an diesem Projekt merkt, ist an der Tatsache, dass auch noch Schüler teilnehmen, die schon nicht mehr auf der Schule sind, dass inzwischen auch Lehrkräfte teilnehmen, teilweise Eltern, dass es etwas ist, was Schulgemeinschaft zusammenwachsen lässt. Und was erhoffen oder wünschen Sie sich für die Zukunft des Projekts? Ich hoffe, dass im kommenden Schuljahr und in der Zukunft wir wieder mehr Schüler gewinnen werden, die mitspielen im Projekt. Und ich hoffe auch, dass aus der Zusammenarbeit mit der Gustav-Freitag-Schule neue Impulse entstehen, dass einfach die Schüler aus dem Gymnasium mit den Schülern aus der Sekundarstufe gemeinsam Musik machen und dass daraus vielleicht auch neue Freundschaften entstehen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Lemke-Wegner. Jetzt sind Sie ja auch schon drauf eingegangen. Frau Bahn, seit diesem Jahr kooperiert ja das Filmmusikprojekt mit der Gustav-Freitag-Schule im Rahmen des BEGA-Projekts. Aber was genau ist das eigentlich? Das BEGA-Projekt ist eine Begabtenförderung von der Senatsverwaltung initiiert, die es ermöglicht, bestimmte finanzielle Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, in den Dienst der Begabtenförderung zu stellen, um in unserem Falle dann musikalische Begabungen zu finden und zu fördern. Übrigens berlinweit. Okay. Und damit alle interessierten Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler da auch einen Überblick haben, was es gibt, ist jetzt eingerichtet worden, ganz neu, die BEGA-Map, wo alle Schulen, die vertreten sind und ein Angebot machen oder Kurse anbieten, zu finden sind. Das bedeutet grundsätzlich also, das Filmmusikprojekt würde dann berlinweit allen Schülern anbieten, die musizieren möchten, auch hier daran teilnehmen zu können. Ganz genau. Ah, okay. Vielen Dank. Also es ist ein Stück weit eine Weiterführung des Gedankens, des übergeordneten Gedankens, 5. Klasse bis, und jetzt erweitert sich das auch auf Berlin, auf ganz Berlin. Ah, okay, ja. Vielen Dank, Frau Bahn, Frau Lemke-Wegner. Nähern wir uns nun dem letzten Stück für heute. Jede Show hat auch ein Ende, aber es muss einen Showman geben, der das auch alles in die Wege leitet. The Greatest Showman, gespielt von Hugh Jackman in seiner Hauptrolle als Petey Barnum und seinem Nachfolger Philip Carlyle, gespielt von Zac Efron. Ne Wolverine trifft auf High School Musical, hört sich erstmal total verrückt an, ist aber genial in der Umsetzung mit genialer Musik, die uns alle begeistert. Ich danke Ihnen recht herzlich dafür, dass Sie heute eingeschaltet haben und bleiben Sie weiterhin gesund. Und genießen Sie jetzt The Greatest Show. This is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. There's something breaking at the break of every wall. That's all and all that you know.
We will come back home.
Da sind wir nochmal. Eine Frage bleibt natürlich noch offen. Geht es mit dem Filmmusikprojekt weiter? Auf jeden Fall. Freuen Sie sich auf das Abschlusskonzert des Filmmusikprojekts am 17. Juni 2022 im Ernst-Reuter-Saal mit einem Programm unter dem Motto Come Back Home. Wenn Ihnen der heutige Abend gefallen hat, würden wir uns über einen Eintrag in unserem Gästebuch unter www.feg-musikprojekt.de freuen. Danke, dass Sie heute dabei waren.